Ja, wenn ihr ihn dann von allen Seiten irgendwie stützt oder helft oder ihm auch Wasser anbietet, dann wird er auch erstmal irgendwo auf einem Trümmerstück sitzen bleiben und gierig nach dem Wasser greifen. Ich Ich. würde, ja, Sprecht ihr? ich würde zuerst gern diesen schwer Verwundeten untersuchen, ob man noch irgendwas für ihn tun kann oder ob er totgeweiht ist. Also seine Hand wird er wahrscheinlich nicht mehr benutzen können und jetzt an dieser Skalpierung wird er vielleicht nicht sterben, aber das sind unglaubliche Schmerzen. Wenn er irgendwann wieder klarkommen sollte, der wird das sicherlich überleben, aber fragt sich, was mit ihm passiert ist. Nun, ich denke nicht, dass er so durch die Wildnis kommt. Also gibt es keine Hoffnung. Ich kann versuchen, ihn zu heilen, aber wir hatten uns das letzte Mal gegen diese Sache entschieden. Ruft uns das noch einmal in Erinnerung, bitte. Nun, ich bin ja in der Lage, die heilenden Kräfte Sumos auf Leute herabzurufen. Und dann würde ich seinen Körper bedecken mit Blättern und allerlei Sachen und mit ihm gemeinsam an die Herrin Sumo beten. Und das dauert dann vielleicht so eine Stunde, ist also ganz fix gemacht. Und dann wird die Herrin Sumu ihm Lebenskraft spenden und Krankheiten und ähnliches von ihm nehmen. In der Regel zumindest. Ah. Nun, Naja. ich würde sagen, es ist ein Versuch wert, denn Aber so einfach wie beim letzten Mal konnten wir da, werden wir das nicht machen können. das letzte Mal haben wir uns allerdings bewusst dagegen entschieden, denn es war ja irgendwie so, ich weiß nicht, ich hatte das jetzt nicht so genau analysiert, dass sich die ganze Sache aus seiner Lebenskraft speist. Und wir hatten Angst, dass er dann, dass das entweder auf mich überspringt oder sich dieses Dämonische oder was auch immer das da ist, dann aus der Kraft Sumus speist. Will es nur noch einmal in den Raum stellen. Blieb waren Ruinen am Rande des Kraters, schemenhafte Ansichten, Gespien auf die heulende Erde. Nun, ich denke, ist jetzt eine gute Option. Ich denke, ein normaler Heilzauber, dafür ist es zu spät. Ja, das denke ich auch. Wir sollten es zumindest ausprobieren. Boltax, schaut euch mal die Erde an. Ist die denn noch heilig genug oder rein genug hier? Wir bräuchten auf jeden Fall Humus, sodass ich ihn vollständig damit bedecken kann. Also es wäre gut, wenn ihr alle schnell etwas heranschafft. Trocken und starr, wenn er stirbt. Mondrigan Palligan. Was? Welchen Namen hat er gerade gesagt? Palligan. Ob er ihn gesehen hat? Er wollte doch hierhin aufbrechen. Ja, vielleicht wäre es wichtig. Los, holt ganz, ganz viel Humus herbei. Schnell. Blumen und so. Ja? Stroh, Heu, Stöckchen, Hölzer, Heilkräuter, Giftpflanzen, ist mir egal. Hauptsache es ist Humus. Gut, ich gehe. Sieht der Mann mir eigentlich bekannt vor? Also wenn ich den Mann jetzt mal genauer anschaue, wie sieht der Mann aus? Könnte das vielleicht sogar einfach selber Palligan sein? Oh, nee, also du hast Palligan nicht wirklich beachtet, aber definitiv ist das kein Alanfaaner. Okay. Ist ein ganz normaler Mittelreicher, helle Haut, einen blonden Bart, den er da wohl hat. Der ist auch natürlich voll geblutet, aber typischer Söldner. Okay. Ich gehe mal zurück zu meinem Rucksack, hole etwas zum Schreiben raus. Hierafi, schreib mit. Was er sagt. Da muss er aber langsamer reden, so schnell kann ich nicht schreiben. Ach, du wirst das schon schaffen. Jetzt holt endlich Humus herbei! Ja, sofort. Ja, ich sprinte los, froh, dem Gestank entfliehen zu können. Ja, ich bereite derweil alles vor, fange dann damit an, den Körper des Mannes mit Humus zu bedecken, also soweit es halt geht, und würde ihn dann, sobald der Körper komplett mit Humus bedeckt ist, auf meinen Schoß betten, mich zu ihm setzen und dann gemeinsam mit ihm zu Sumo beten. Er lässt es auch alles komplett mit sich machen, also als ob er seinen Lebenswillen einfach weg ist.
Er lebt, wie gesagt, noch und er wird das auch überleben. Er wird ja jetzt nicht verbluten oder sowas, aber sein Lebensfunke ist einfach kaputt. Okay. Dann würfel ich mal meine Ritualkenntnisprobe. Kostet 7 ASP, das Ganze zu aktivieren. So. Wie heißt der Zauber? Was machst du? Ich mache den Kräfte der Natur. Ja, das müsste ich geschafft haben mit einem 15er THW-Wert. Hier sind die THW, die RKP-Stern, aber wichtig. Was ist denn der letzte Wert, auf den ich würfel bei Ritualkenntnis? Das müsste... Oh, ich sag mal ins andere Buch schauen. Habe ich mir das aufgeschrieben? Ja, während er dann auf deinem Schoß gebettet ist, wird er weiter murmeln. Eine Hand, die sich in Blätter krallt. Ein Irrlicht friert den Pfad. Die Erde riecht nach Grab heute nach. Ja, Charisma ist es. Charisma habe ich nur 13, das heißt, es gehen 4 Punkte runter. Dann bin ich noch beim THW-Wert von 11. Das heißt, ich lese jetzt gerade mal kurz die Wirkung vor. Ja. Die Macht des Rituals erlaubt es dem Ringträger, also mir, die heilenden Energien der Erdkraft, den Zugang zu einem Kranken oder Verletzten zu eröffnen. Der Patient erhält entweder 2 LEP pro RKP-Stern, also insgesamt 22 Lebenspunkte zurück, oder aber eine Krankheit, die höchstens eine Stufe in Höhe der RKP-Stern hat, kommt zum Erliegen. Ich weiß nicht, ob er krank ist, deshalb werde ich wahrscheinlich das erste gemacht haben. Misslingt die Ritualprobe, was nicht passiert ist, dann wirkt der Zauber zwar, aber statt Sumuskraft wird das Leben des Geoden als Quelle benutzt. Beim Heilen von Wunden erhält der Patient RKW mal 2 Lebenspunkte, die dem Geoden abgezogen werden, und beim Heilen einer Krankheit geht diese Krankheit auf den Geoden über. Also wenn es halt alles misslingt. Wenn ihre Stufe seine RKW nicht übersteigt, sondern sonst verbleibt sie beim Patienten. Ist das erschwert um die Krankheit? Nee, ist nicht erschwert um die Krankheit. Krankheit darf halt maximal eine Stufe in Höhe der RKP-Stern haben. Genau. Ansonsten passiert nichts. Jo. Aber ich habe ja ihn jetzt eh nicht von der Krankheit heilen wollen, weil ich keine Ahnung habe, ob das eine Krankheit ist. Ich wollte ihn ja jetzt erstmal nur grundsätzlich heilen. Okay. Dann merkst du, dass er wohl wieder vitaler aussieht, also ein bisschen mehr Farbe, was in sein Gesicht zurückkommt. Du siehst aber auch, dass sein Skalp sich nicht neu bildet. Die Knochenplatte bleibt weiterhin unbedeckt und auch seine Hand bleibt skelettiert. Aber er sieht besser aus. Guckt dich dann aus kräftigeren Augen wieder an und seine Augenringe verschwinden auch so ein bisschen. Ist immer noch ein sehr, sehr merkwürdiges Bild, wenn er dann blutverkrustet vor dir sitzt. So, er hat 22 Lebenspunkte bekommen, also er dürfte jetzt halbwegs wieder fit sein. Ja. Nun geht es dir besser, mein Freund. Du wirst auf die Nebelspinnen achten. Nebelspinnen? Sie sitzen in den Wäldern. Sind sie für das verantwortlich, was dir passiert ist? Ganzes Banner haben sie gefressen. Oh weh. Wir werden darauf achten. Danke. Kann noch nicht etwas träumen. Du kannst nicht träumen. Kann nicht ich auch mehr träumen. Eigentlich ist das gar nicht so schlecht, aber ich glaube, für euch Menschen, ihr braucht die Träume, weil euer Kopf sonst zu voll wird. Sie haben meinen Schlaf gefressen. Yaras, komm mal her. Nein, lieber nicht, danke. Du musst dem Mann, glaube ich, helfen. Er braucht jetzt menschlichen Beistand von menschlichen Gewalten. Bollwerk der Finsternis. Könnt ihr mal langsamer sprechen? Ich muss das mitschreiben. Ja, ich würde da mitschreiben. Soll ich mal hier auf kursliger Zeichen schreiben? Ja, mach das gerne, klar. Das klappt tatsächlich! Wow. Mir hält man nach, ich könnte nicht lesen und schreiben, aber Rafin kann kaum seinen eigenen Namen auf dem Papier kriegen. Hallo, das ist ein 5er Wert. Er braucht ja nur unterschreiben zu können, dass die Verträge rechtsgültig sind. Das tut er mit einem Tropfen Blut, und zwar nicht seinem eigenen. Oder ein großes X. Kieras, kommt her. Das ist jetzt eure Aufgabe. Ich habe ihn geheilt. Er ist, kann er sagen, dass er tot ist?
Setzt euch einfach auf die andere Seite von mir. Wenn er dann frech wird, dann klatsche ich ihm eine. Sehr gut, ja. Genau. Und denkt daran, die Mutter Sumu würde ihn nicht heilen, wenn er untot wäre. Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde gebetet. Ich und er. Ja, können wir eigentlich übrigens endlich mal diesen Haufen da hinten in Brand stecken? Ja, das mache ich. Einen Moment. Ich werde das schon tun. So, gut. Alles klar. Ja, dann würde ich natürlich dort bleiben. Die Nachtspinnen. Okay, habe ich. Das nächste. Nebelspinnen war es, glaube ich. Und sie haben die Träume gefressen. Nebelspinne. Okay. Haben Banner-Söldner gefressen. Ja, Kiras. Heilung ohne Seele. Schwert um Albträume und. Hast du noch irgendwelche Nachteile? Ich habe noch Totenangst 3. Ja, genau. 3 nur noch. Nur noch 3, ich hab schon gesenkt. Verdammt. Ich bin dabei. Das ist mal eine richtig gute Probe. Man würfelt immer nur hier gute Proben. Ja, er guckt dich an. Ja, sehr gut. Guckt dich an, versucht mit seiner skelettierten Hand nach dir zu greifen. Kann keine Farben. Die schiebe ich dann schön weg und ich gebe ihm so einen Handschuh, den er drüber ziehen kann. Kann keine Greif Farben an. Mehr sehen, Ihre Gnaden. Kann keine Farben mehr sehen. Aber du siehst noch, oder? Kann dich sehen. Euch. Das ist gut, das ist ein Anfang. Konzentrier dich auf das, was du kannst, nicht auf das, was du nicht kannst. Du siehst, du hörst, du riechst. Und dann lege ich ihm eine Hand so auf die Wange. Spürst du das? Seid warm. Du spürst Wärme. Das ist gut. Das ist sehr gut. Konzentrier dich darauf. Schließ die Augen. Atme tief durch. Sie reiten auf Drachen. Sie sitzen auf Corwinstein. Sie wollten Lösegeld haben. Wir haben versucht, ihn zu holen. Aber sie haben uns zurückgeschlagen von Corwinstein, als wir in den Wäldern waren, haben die Nebelspinnen. Sie sind alle tot. Für wen wollten sie Lösegeld haben? Perikum. Mann heißt Perikum. Ich verstehe. Wo sind diese Nebelspinnen? Wie lange bist du gereist? Ich weiß nicht. Da drüben gibt's keinen Tag. Also es ist schon länger her. Du bist weit gekommen. Hast dich weit getragen. Versuch dich zu erinnern. Erzähl mir alles, was du kannst, damit wir diese Dämonen besiegen können. Sie haben die Wälder. Die Wälder gehören ihnen. So viele. Sie wanken und schlurfen und schreien und kreischen und kratzen. Wenn ihr nach Norden geht, verschwinden die Farben. Es gibt keine Farben mehr. Es gibt keine Geräusche mehr. Da oben ist man nicht mehr auf Aventurien. Ich verstehe. Sei unbesorgt. All das wird zurückkehren. Mit Zeit. Wenn du zurückkehrst nach Gareth, besuch den Zartempel. Sie werden dir sicher helfen können. Wenn du Farben findest, dann dort. Ich will wieder Farben sehen können. Besuch den Zartempel. Danke, Ihre Gnaden. Nun erzähl uns von diesen Drachen. Wie viele sind es? Hast du jemanden erkennen können? Sie haben einen Stall davon. Corwinstein. Mauern sind hoch. Sie können sie halten. Drachengardisten. Mordbrenner. Raubritter. Skelette. Drachen.
Deine boshafte Frau. Ersing. Drachen. Ersing. Wisst ihr, wer der euch geschickt hat? Ich kenne mich mit Drachen nicht aus. Haben sie Flügel, vier Beine? Wie groß sind sie? Keine, er schüttelt so ganz schwach mit dem Kopf. Keine Flügel. Sind sie untot? Stinken. Flacke. Ich guck die anderen an, ob ihnen das was sagt. Tatzelwürmer. Ihr wisst schon, diese Dinger, die wir bei Wehrheim sahen. Jetzt hätte ich gerne 5, 6 gut ausgebildete Zwerge aus Xorlosch. Schön aus der Schule des Drachenkampfes. Dann BÄM! Wären die Drachen fort. Wir haben doch die Abalone, die macht auch laut BÄM. Das stimmt. Nun, wenn sie nicht fliegen können, sind sie auch keine Gefahr für uns. Er fängt an zu weinen. Will wieder Farben sehen können. Ich würde ihn gerne mal versuchen zu trösten. Du bist ganz sicher wieder Farben sehen. Alles wird wieder gut, weißt du? Zeit heilt alle Wunden. Naja, zumindest die meisten, verwandelt sie allerdings in Runzeln. Deshalb sind manche Zwerge auch so rundlich. Ein Witz von mir. Müssen wir jetzt lachen? Ja, man lacht. Ich versuche ihn gerade aufzumuntern. Bemerkt wohl auch, wie er tatsächlich nach Fäulnis riecht, stinkt. Die so ein bisschen an ihm klebt, an ihm haftet. Als ob er in irgendeinem Fass gebadet hätte und sich das in die Haut eingesogen hätte. Und währenddessen könnt ihr dann auch sehen, wie Isaron gerade von den Leichenbergen zurückkommt, hat er wohl angezündet. Und jetzt vermischt sich dieser Fäulnisgeruch von ihm mit dem verbrannten Fleisch, Menschenfleisch. Okay, ich habe zwar gesagt, ich gehe Pflanzen holen, aber ich bleib davon weg. Ich komme nicht zurück erstmal. Wollte Isaron noch irgendwas sprechen, irgendwas tun? Ein kleines Gebet an Boron richten, das allerdings auch eher mental und nicht laut aussprechen, weil das ist ja auch nicht Boron gefällig. Und danach bleibt sie halt noch ein kurzes Weilchen dort, um zu schauen, ob auch alles gut durchbrennt. Und wenn sie dann davon überzeugt ist, kehrt sie auch zu ihren Gefährten zurück. Ja, Mendario hat sich selbstverständlich dann auch zurückgezogen, seine Nase. Es gibt natürlich Speisen, die man von Giften reinigen kann, aber den Wind oder die Luft von giftigem Odem zu säubern, das ist natürlich besonders schwer. Aber du weißt auch, dass sich das Ganze dann von Norden nach Süden ausbreitet und dann auch direkt über den Reichsforst hinüber wächst und dieser Gestank, der immer kräftiger wird, seitdem der große schwarze Rassasor dort oben sitzt und seine Globule erschafft. Ich pflück mir eine Blume, an der ich riechen kann, und behalte den Rest aus der Ferne im Auge. Noch viel schlimmer als dieser generelle Totengeruch ist natürlich der gute Totengeruch, der gerade von diesem riesigen Haufen Tote ausgeht, der jetzt brennt. Warum hat dir deine Sippe diese Aufgabe mitgegeben? Warum haben dir die Winde, ausgerechnet dir, diese Gruppe von Telora mit an den Weg gegeben, Bartmurmler? Schicksal? Vorhergesehen von den Göttern, wenn es sie gibt. Dass es sie gibt, steht außer Frage. Nur interessieren sie sich für mich nicht. Vielleicht ist das dein Weg ins Licht, deine Aufgabe, deine Bestimmung. Gut. Was möchtet ihr sonst noch weiteres mit ihm tun? Kann der Mann jetzt auf lange Sicht weiterleben oder nicht? Oder kann es schlechter einschätzen, ehrlich gesagt. Voltax? Ich gehe davon aus, dass er bestimmt bis nach Garreth schaffen wird.
Dort sollte er tatsächlich den Zahntempel aufsuchen. Wie es sich nun entwickelt, das hängt maßgeblich von anderen Faktoren als von uns ab. Wir konnten ihm das mit auf den Weg geben, was wir haben. Meint ihr, er kommt durch die Sperren durch? In seinem Zustand? Ohne Fürsprache mit Sicherheit nicht. Wir sollten tun, was wir können und ihm ein Schreiben mitgeben und etwas Geld mitgeben, sodass er es zumindest schaffen kann. Und wir sollten ihm ein Schreiben mitgehen, aus dem auch hervorgeht, dass er sich vielleicht bei Bruder Stygo mal melden soll. Hat Stygo mal auf euch alle so gut zu sprechen ist, ja? Das ist eine gute Idee. Klappe aus dem Off. Vielleicht setzen wir ihm noch einen Hut oder sowas auf. Ja. Habt ihr denn einen Hut? Ich halte keine Armbanden, keine übrigen Hüte hier. Und er sollte niemals den Handschuh ausziehen. Ja, Greifmund ist auch ewig mit der schwarzen Hand rumgelaufen, das ging ja auch. Also er hat auf jeden Fall den Namen eintragen, wie er heißt, welchen Titel er besitzt, welchen Rang er besaß. Das könnte ihm auch weiterhelfen. Gut, aber wenn ich das schreibe, heißt das, glaube ich, wenig. Das müsste schon einer von euch machen. Ja, das werde ich wohl tun. Du glaubst nicht, dass es viel heißt, wenn das der Ritter von Romulus schreibt? Nicht, wenn die wissen, wie ich schreibe. Marianas Handschrift ist auch ziemlich sauer. Ja, ihr könnt ihn also nicht wirklich verkleiden, aber fertig machen dann für die Sperre, die dann im Süden liegt. Und wenn ihr ihm dann dieses Empfehlungsschreiben in die Tasche steckt, die er noch bei sich hat, so eine kleine Umhängetasche, seine Waffen hat er ansonsten verloren, er hat wohl noch eine leere Schwertscheide, aber da ist auch nichts mehr drin, könnt ihr noch entdecken, dass er einen Steckbrief bei sich hat. Ausgeschrieben von Alara Paligan. Auf Dondrigan Paligan. Den Markgrafen Pericum. Lebendig oder tot? Lebendig. Also, sie sucht ihn, sie will ihn wiederhaben. Gut, bei der weiß man nie. Bei der weiß man wirklich nie. Ja. Aber das ist jetzt wieder so ein Moment. Man soll Rondrigan dann natürlich in Gareth bei ihr abgeben. Was sie dann natürlich mit ihm macht, ist noch eine andere Sache. Aber sie sollten definitiv, also seine Einheit, sein Banner in Anführungsstrichen, sollte Rondrigan Paligan befreien. Aha. Ja, vielleicht ist Markgraf von Pericum und Pericum, der da auf der Burg festgehalten wird, ein und derselbe. Nun, vielleicht sollten wir versuchen, naja gut, vielleicht sollten wir doch nicht erst ein paar Ligern. Zeig doch mal her, was ist die Belohnung? Das steht da doch bestimmt. Das ist ja kein Verlust für die Welt. Aber, ja, 250 Dukaten. 250 Dukaten, dafür stehe ich ja nicht mal auf. Stellt euch mal vor, wie angepisst Alara wäre, wenn sie uns die 250 Dukaten auszahlen müsste, weil wir ihn zurückgebracht haben. Wäre das gut, das ist ein Argument. Das ist es vielleicht sogar wert, einen Paligan zu retten. Ja, eben. Einen also Paligan retten, um einen anderen anzunerven. Das gefällt mir. Euer Faible für Familienfäden in allen Ehren, aber... Es handelt sich hier immer noch um den Reichsgroßgeheimrat. Also das ist nicht irgendeine Person, auch nicht mal irgendein Paligan. Das ist schon eine wichtige Persönlichkeit. Fäden? Ach was, ich habe doch keine Fäde mit den Paligans. Das ist immer gut, einen Paligan zu nerven. Ja, was auch immer. Will ich gar nicht wissen. Isarun, unsere Mission. Wohin zeigt das Pendel? Jetzt, wo der Elf nicht hier ist. Wie sieht's eigentlich mit Dorian aus? Ist der irgendwo in der Nähe? Ja, der steht daneben, interessiert und guckt zu. War er nicht um die Hügel? Der war doch weit weg, oder? Dorian? Also, wenn ihr Mendario. Wollt. Mendario. Achso, ja. Mendario ist außerhalb, der guckt euch zu von irgendeinem kleinen Hügel. Aber Dorian steht neben euch aus Marinia. Ja, dann hole ich das Pendel nicht raus. Werfe aber mir nur einen bedeutsamen Blick zu und ignoriere seine Frage ansonsten. Okay, gehen wir jetzt eben los und stürmen die Burg oder machen wir das nicht? Ja, wenn die hier schon in der Nähe ist, können wir sie ja mitnehmen. Ich meine,
Also ihr stürmt die Burg und ich leiste Unterstützung von außen. Okay, Boltax ist dafür, Isarun? Sicher. Es handelt sich hier um Feinde des Reiches, die eine Persönlichkeit des Reiches gefangen halten. Aber mir? Naja, ich halte es fürs Erste keine kluge Idee, aber... Ich glaube, da gibt es Drachen, die wir bezwingen müssen. Nun, wenn wir nach klugen Ideen gingen, müssten wir alle irgendwo im Süden sein und es uns gut gehen lassen. Lasst euch von mich nicht stören. Ich hole uns den Ferjarion mal wieder heran und dann könnt ihr euch auch unter euch unterhalten. Zwinkert er Abel, mir und Isarun zu und geht dann los, um Mendarion Federbringer zu holen. Ah, das wird wohl reichen, wenn er winkt. Ich beobachte die ja. Er geht schon los, damit sich die anderen jetzt auch unterhalten können. Okay. Halli ganz befreien ist eine gute Verbindung. Vielleicht können wir aus ihm wertvolle Informationen erhalten. Ja, also, bist du dafür? Ja. Gut. Wir bringen die alle um, deswegen bin ich auch dafür. Zu unserem neuen Reisegefährten, diesem Magier. Er ist bekloppt. Ja, natürlich ist er bekloppt. Ich wollte nur, dass wir alle auf dem gleichen Standpunkt stehen, dass wir dem nicht alles glauben, was er erzählt. Also von diesen Baschuviten oder was auch immer das für Leute sind. Der hat sie ja wohl nicht mehr alle. Der hat ja wohl ein bisschen zu oft irgendwelche Sachen geraucht. Wenn er wirklich mit der roten Harika gereist ist. Genau, aber mir, weil wir auch allen Leuten glauben, was für so Sachen, die sie erzählen, die man auf der Straße trifft, das sind meist immer wichtige Persönlichkeiten und nicht irgendwelche Bettler, die zu viel getrunken haben. Aber uns würde man auch nicht glauben, wenn wir das erzählen, was wir erzählen, und man uns nicht kennen würde. Ja, aber uns hat sowieso noch nie jemand geglaubt. Eben nicht so. Also macht ihn das nicht eigentlich glaubwürdig? Nein. Nein, was der Mann ist bescheuert. Einen Blödsinn erzählt. Ich würde euch auch nicht glauben, wenn ihr mir erzählen würdet, was wir alle schon getan haben. Ja. Also ich glaube ihm, dass er irgendwo einen Schiffbruch erlitten hat und dann vielleicht so oft an einer vergorenen, wie heißen diese Nüsse, Koksnuss getrunken hat oder so. Koksnuss? Kuss, glaube ich. Aber ja, ich weiß nicht, was er meint. Für einen Kuss. Damit kann man toll werfen. Aber ja, das ist glaube ich sehr lecker vor allem und ernähren und trinken. Nein. Gut, ja, also, wunderbar. Aber jedenfalls, der Typ ist nicht ganz sauber in der Birne. Das ist richtig. Da bin ich bei euch. Der Elf ist aber auch nicht ganz richtig, aber ich glaube, das liegt daran, dass er ein Elf ist und nicht, weil er nicht ganz richtig ist, richtig? Ja, ich denke auch. Das würde ich auch sagen. Ja, lass uns dann mal kurz einen Blick auf das Pendel werfen. Aber wir können ja daran arbeiten, dass der Elf richtiger wird. Also jetzt habe ich keinen Weh. Ein guter Kokos und Schnaps. Grundlegende wesentliche Sachen beibringen, wie bösen Menschen haut man auf die Fresse oder Drachen, die tötet man sofort, wenn man sie sieht, oder Räume sind cool. Dann müssen wir uns wirklich mit diesen Drachen anlegen, wenn sie so schenken. Kartografie oder Orientierung, bitte. Innerer Kompass zählt noch.